Du schaust ein Lernvideo zum Thema fiktionale Kurzprosa erweitert. Die Fragestellung in diesem Video lautet: Welche Textsorten gehören neben Märchen, Fabeln und Kurzgeschichten noch zur fiktionalen Kurzprosa? Zunächst lernst du die Anekdote als eine weitere literarische Kurzform kennen. Meist geht es in einer Anekdote um eine bekannte Persönlichkeit, die etwas Besonderes und für sie Charakteristisches erlebt. Die Anekdote schließt in der Regel mit einer Pointe, also einem überraschenden Schlusseffekt. Anekdoten werden meist mündlich weitergetragen. Deshalb ist der Urheber der ursprünglichen Anekdote oft nicht bekannt. Die Anekdote ist oft sehr kurz und sie kann frei erfunden sein. Die literarische Qualität einer Anekdote bemisst sich an ihrem Inhalt und nicht an dem Einsatz von Stilmitteln. Hier ein Beispiel für eine Anekdote. Ein Schwätzer trat an den Philosophen Sokrates heran und wünschte, von Sokrates Rhetorik zu lernen. Der weise Sokrates verlangte von ihm doppelt so viel Geld für die Lehrstunden wie von anderen. Der Schwätzer wollte wissen, warum. Die Antwort: Weil ich dir sowohl sprechen als auch schweigen beibringen muss. Die Anekdote handelt also von einer sehr bekannten Persönlichkeit, die etwas für sie Typisches erlebt. Außerdem endet die Anekdote mit einer Pointe. In diesem Fall wird zudem deutlich, dass diese Textsorte durchaus mit dem Witz verwandt ist, der ähnlich aufgebaut ist. Die zweite literarische Kurzform, die du in diesem Lernvideo kennenlernst, ist die Parabel. Im Gegensatz zur Fabel spielen in der Parabel Menschen die Hauptrollen. Der Inhalt der Parabel gibt dem Leser meist Rätsel auf und er muss selbst herausfinden, welche Aussage bzw. Lehre in der Parabel enthalten sein könnte. Es gibt dabei im Gegensatz zur Fabel nicht immer eine eindeutige Lehre, sondern verschiedene Interpretationsmöglichkeiten. Eine Parabel enthält immer eine Bild- und eine Sachebene. Mit der Bildebene ist das tatsächlich in der Parabel Gesagte bzw. Dargestellte gemeint. Die Sachebene beschreibt, was mit dem Dargestellten eigentlich gemeint ist. Dies muss der Leser entschlüsseln, um dann zur Lehre bzw. zur Erkenntnis der Parabel zu gelangen. Fassen wir kurz zusammen. Neben Märchen, Fabeln und Kurzgeschichten sind Anekdoten und Parabeln typische literarische Kurzformen. Die Unterschiede der beiden Textsorten erkennst du an bestimmten Merkmalen und Eigenschaften. Die einzelnen Merkmale hast du in diesem Video kennengelernt. Wenn du jetzt alle Lerninhalte verstanden hast, dann kennst du die Anekdote und die Parabel als weitere Beispiele für fiktionale Kurzprosa. Wenn du noch unsicher bist, könntest du das Video erneut schauen, Übungsaufgaben machen oder deinen Lehrer bzw. deine Lehrerin fragen. Dieses Video ist urheberrechtlich geschützt.